Ich möchte das Team vom RRO ganz, ganz herzlich in einem wunderschönen Agaro begrüßen und hoffe, ihr könnt einen kurzweiligen, erlebnisreichen Tag hier mit uns verbringen. Was kann man da als erleben hier im Dorf jetzt Agaro? Ja, Agaro ist sehr ein sehr aktives Dorf mit 25 Vereinen. Also da lebt Kultur, lebt Sport, lebt Soziale. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die viele Sachen können und erzählen und wissen, und, ja, was im Dorf so läuft. Was ist ja so typisch Agaro? Ja, typisch Agaro ist ja, das Vereinsleben, das Dorfleben und die Verbundenheit mit Agaro. Das ist natürlich das, was der Agarner selber auszeichnet. Das heisst, ein völlig offener Mensch? Ja, sehr. Ich glaube doch, dass man hier in Agaro auf offene Herzen trifft und so weiter. Dass man begrüßt wird, dass man offen ja, und ehrlich behandelt wird. Ja, ich glaube, es ist das, was der Agarner auszeichnet, ist Verbundenheit untereinander, miteinander, aber auch gegenüber anderen Leuten, die ins Dorf kommen. Der freuen wir uns und sind gespannt. Merci vielmals, Thomas Matter. Ja, danke vielmals. Und nochmal herzliche Begrüßung hier in Agaro. Das Radio Rotto-Team ist natürlich herzlich willkommen. Merci.